Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shokimanoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ja, er ist der Christian. Gute. Und ich bin der Sashi. Gute, ja. Und wir haben heute den 12. September. Und am 12. September reden wir natürlich wieder über das berühmte Geburtstagskind. Und das ist Paul Walker. Kennst du? Paul Walker ist von The Fast and the Furious. Ja, also für mich erst bekannt geworden dadurch, dass er gestorben ist. Bei den Dreharbeiten für The Fast and the Furious. Ja, Fast and the Furious 7 ist er, glaube ich, irgendwie dahin geschieden. Ja, okay. Mhm. Ja, und ich habe vorher Fast and the Furious, das war mir total scheißegal. Also diese Filme sind mir total rotzwurscht. Ja. Und dadurch, so, dass er aber gestorben ist, hast du gesagt? Auf einmal so, hä? Wer ist denn Paul Walker? Aha, okay, ja, alles klar. Schauspieler. So, da hat man mal irgendwie so reingeguckt und dann hat man gesehen, die Filme sind trotzdem rotz. Richtig. Ja, also irgendwie braucht kein Mensch. Aber egal, auf jeden Fall Paul Walker, heute geboren 1973. Ja. Ja. Am 12. September 1990 durch einen in Moskau nach den sogenannten 2+4 Gesprächen unterzeichneten Vertrag. Boah, ja. Jetzt wollte ich es ganz schön formulieren, nee, hat nicht funktioniert. Schön, ja. Hast du doch, hast du Ende die gemacht. Verantwortung der Alliierten auf deutschem Staatsgebiet. Ach so? Ja. 1990. Naja. Doch. 12. September. Die Verantwortung. Ja. Aber der Einfluss ist die Frage. Du bist jetzt hier Verschwörungstheoretiker. Oder? Also hör mal auf, ey. Also bitte. Aluhutträger. genau. Chemtrails. Alter. Fang nicht damit an. Die hören uns doch. Ja, genau. Am 12. September ist auch Nationalfeiertag auf Kap Verde. Entschuldigung, ganz kurz, bevor wir zu Kap Verde gehen. Ich stelle mir gerade vor, wie du mit so einem Aluhut. Kennst du den Science? Ja. Science, den Film? Ein Aluhut. Aber da hat er recht gehabt. Ja, die haben alle immer recht, Sascha. Ja, die haben recht alle immer recht. Ja. Ja. Hau ihn weg. Wir waren bei Kap Verde. Hau ihn weg. Kap Verde. Kap Verde, Nationalfeiertag. So, das war's. Gut. 12. September 1987. Der Spiegel deckt die sogenannte Barschel-Affäre auf. Was war denn das für eine Barschel-Affäre? Das Hamburger Nachrichtenmagazin meldete einen Tag vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, dass der damals amtierende Ministerpräsident Uwe Barschel den Spitzenkandidaten der SPD, Björn Engholm, hat bespitzeln lassen. Ach so. Ja. Yeah. Okay. Die CDU verliert am nächsten Tag die absolute Mehrheit im Kieler Landtag. Barschel weist alle Vorwürfe zurück. Wenige Wochen später wird er tot in der Badewanne eines Hotelzimmers in Genf gefunden. Ja, ja, die Bilder kennt man. Ja, 1987 am 12. September. Krass. Ja. Ja. Also, jetzt haben wir ganz viel gelernt, was am 12. September alles passiert ist. Barschel-Affäre wird aufgedeckt. Kap Verde Nationalfeiertag. Großes Thema heute. Russland, Einfluss, ja. Aluhüte und Chemtrails, die hören uns doch. Ich habe doch gar nichts von Chemtrails gesagt. Ich kenne dich doch, Sascha. Ja, und auf jeden Fall, der Paul Walker hätte heute Geburtstag gesagt. Hätte. Ist das ein Richtmikrofon da drunten? Ja, okay, kann ja sein. Hat da nicht irgendwie gerade was geknackt? Eine Leitung? Das ist eine Leitung. Ja, genau. Das ist ein Haus hier. Sag schnell zu. Cheerio, Sophie. Ciao, mach's gut.